Simon Rattle strahlt. Endlich ist er dort, wo er seit Jahrzehnten sein wollte, der Chefcharismatiker unter den Spitzendirigenten. Simon Rattle ist vielleicht 68 Jahre alt, aber er ist unglaublich jung. Und das braucht Bayern, glaube ich. Liverpool. Hier wächst ein junger Mann heran, der sich selbst einen ziemlich schrägen Vogel nennt. Ein Außenseiter, der klassische Konzerte besucht. Auch eines vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Raphael Kubelik. Das war 1970. I must say, I go back to this vision I had at the age. Mit 15 Jahren hatte ich eine Vision bei Kubelik und genau diesem Orchester in Liverpool. Da war dieses tiefe, gegenseitige Kennen und Vertrauen. Diese einzigartige Mischung aus Kommunikation und Großzügigkeit. Das gab mir eine Vorstellung davon, was ein Dirigent zusammen mit einem Orchester sein könnte. 16 Jahre war Rattle Chef der Berliner Philharmoniker, realisierte zahlreiche Musikvermittlungsprogramme mit Jugendlichen. Seine erste Saison in München startet mit großen Programmen. Rattle und seine Musiker wollen aber auch raus aus den Konzertsälen, rein in die Schulen, sichtbarer werden, vor allem begeistern.